So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Dienstag, 20. Dezember. Wir wollen heute auf den DAX schauen, der ja gestern ein Stück weit zäh den Wochenhandel begann. Heute, wie gesagt, schon wieder frohen Mutes nach oben rauszuziehen, anzuziehen. Und das ist natürlich ein Punkt mehr, uns den DAX mal hier näher unter die Lupe zu nehmen. Wir hatten hier unlängst ein Setup geschnürt hier am 14. Dezember, auch auf dem JFD Desktop nachzulesen, was hier praktisch den DAX Future mit einem Stück weit Rückenwind versah. Hier innerhalb kurzer Zeit sozusagen 240 Punkte auf der Oberseite machbar. Und ja, wir sehen hier praktisch das damalige Profil. Und es nimmt ganz gut seinen Lauf. Rein technisch wäre man jetzt schon in der komfortablen Situation, den Stopp sehr, sehr attraktiv nachzuziehen in den Gewinn. Der damalige Ausgangsstopp lag hier vom saisonalen Risiko behaftet hier im Bereich um 11.150 Punkte. Ja, und jetzt gehen wir hier in Richtung 11.5 und mir scheint fast, als wäre die Marke durchaus erreichbar in Kürze. Der Druckaufbau nach oben ist weiter vorhanden. Wir haben einzig heute einen nicht ganz so positiven Tag. S&P 500 schauen wir uns übrigens heute Nachmittag nochmal an, sage ich gleich was zu. Aber hier, ja, der Dienstag mit 49%, ein schnittiger Durchschnittstag sozusagen. Hier nichts wirklich Bewegendes, aber natürlich saisonal haben wir einfach eine gute Phase jetzt hier vor uns und ja, der Index bzw. der DAX steht dem nichts nach. Wir sehen ja hier insbesondere seit Dezember, was hier abgelaufen ist und ja, es geht weiter nach oben, allen Unkenrufen zum Trotz. Also die Saisonalität schlägt hier weiter durch. Wir gehen mal in die Stunde zum Index, um sozusagen die heutigen Tagesparameter ein Stück weit einzufangen. Und da haben wir hier ja, die Bewegung seit Anfang Dezember und man sieht sehr schön, wie zum Beispiel Oszillatoren, wie der RSI zum Beispiel einer ist oder auch die Stochastik, hier im überkauften Bereich natürlich verweilen können und der Trend sich hier dermaßen stark weiter fortsetzt, sodass man hier bei Oszillatoren nochmal aufpassen muss. Überkauft heißt nicht zwangsläufig, der Markt dreht. Hier sehr schönes Beispiel. Was man allerdings sieht an diesem Beispiel, und das ist jetzt hier die 24-Stunden-Indikation, die verwässert natürlich ein Stück weit die Indikatoren, weil im Nachthandel eh nicht viel los ist. Aber wir haben hier tendenziell eine negative Divergenz vorliegen. Das sieht schon mal recht interessant aus, aber eine negative Divergenz macht hier noch nicht gleich einen großen Turnaround aus. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo man sagt, hier erstmal abwarten. Wenn der Markt nämlich jetzt hier weiter nach oben durchzieht, dann sieht das ganz gut aus. Hier im Stundenchart zum DAX, Aufwärtstrend, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen intakt und ich glaube, oder es scheint fast so, dass die kommen jetzt her, die 10,5 ein ja erstrebenswertes Ziel ist als runde Hausnummer und da sollte der Index meines Erachtens auch durchaus hinlaufen können. Machen wir hier mal einen Aufwärtstrend zum Beispiel, auch seit Anfang Dezember hier im Stundenchart. Schön einzeichenbar und man sieht hier, wenn man die Parameter mal ein Stück weit eingrenzt, sozusagen auch die entsprechenden Support-Level, die sich hier sozusagen im Chart darstellen. Darunter sollte der Index jetzt tunlichst nicht mehr fallen, also signifikant unter 10.400 Punkten. Das wäre jetzt technisch gesehen kein positives Zeichen. Auf der Oberseite aber hingegen haben wir hier jetzt mit dem jüngsten Auftakt eigentlich eine wichtige Hürde genommen und insofern scheint der Weg frei für anziehende Notierungen. So, da ist der Widerstand genommen. Also DAX, wie gesagt, im guten Lauf. Jetzt wollen wir mal sehen, was die Sekunde, die Tagespivotpunkte sagen. Da war natürlich gestern nicht so viel los. Insofern wäre es durchaus zweckmäßiger, die Wochenpivots auch zu nehmen. PP für Pivotpunkte. Da sind sie. Die geben uns sozusagen mit dem Fingerabdruck von gestern einen Blick, wohin denn die Reise heute gehen könnte. Und auch hier sehen wir das Pivot-Level hier in der 24-Stunden-Indikation über 11.400 Punkte. Das ist gut, darüber sollten wir bleiben. Ja, und tendenziell Rücksetzer beim DAX sollten hier um 11.425 aufgefangen werden. Und dann denke ich, ist der Weg nach oben frei, wenn es denn jetzt auch nachhaltige Rücksetzer in die Richtung geben sollte. Kann auch direkt weiter hochziehen. Wie gesagt, ich bleibe hier grundsätzlich bullisch ausgerichtet, solange der Index nicht signifikant unter 11.400 Punkten fällt. Also wie gesagt, ruhiger Handel, aber aufwärts gerichtet, darum geht's. Und worum geht es heute beim S&P 500? Wir haben am Nachmittag hier auf jeden Fall nochmal den Blick auf den S&P 500. Es wird aber vorab auch nochmal einen Check dazu geben. Hintergrund ist eine positive FTSE-Vektorlogik mit starken Pattern.
Und ich will es Ihnen nicht vorenthalten, vielleicht hat es ein oder andere Zuschauer vorhin auch schon gesehen. DAX ja heute am Dienstag eher neutral, S&P 500, aber hier heute und morgen mit sehr, sehr starken statistischen Wochentagen. Insofern haben wir hier eine gute Ausgangsbasis und auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Fuzzy-Vektorlogik hier sehr, sehr stark ist mit über 250 Erscheinungen. Das ein Blick wert, den wir uns heute Nachmittag dann auch nochmal per Video beim US-Handel anschauen werden. Aber prima jetzt hier auch vorab schon mal, wie war, Artikel sondieren. Also dürfen Sie sich darauf freuen. Ansonsten wäre es das erstmal gewesen für die Beschau zum DAX. Wie gesagt, wirkt bullisch, sollte jetzt hier nicht größer abknicken, dann bleibt die Ausgangslage so, wie sie sein soll. Ich sage in diesem Zusammenhang erstmal vielen Dank fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, lesen/hören wir uns nachher wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.